So, Freunde, und damit willkommen nach einer langen, langen Zeit zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Forest. Ja, wir sind mal wieder offiziell als Ausländer auf der Suche nach Asyl auf dieser von Kannibalen bewohnten Insel unterwegs. Und man sieht bereits schon, wir befinden uns immer noch auf dem alten Speicherstand, auf dem wir auch schon in den älteren Folgen schon gespielt haben. Also, Haus ist noch da, hier ist unser kleiner Unterschlupf, das Feuer steht auch noch, alles wie gewohnt und... Schnauze. Ich habe was in diesem Spiel gegen Vögel, deswegen nicht wundern. So, ich habe mir für heute auch schon ein bisschen was überlegt. Zum einen wollen wir heute mal ein paar Vögel ab... Der fliegt einfach in den Stein rein. Das juckt den einfach nicht. Das. nee, ich hatte... Was ist denn hier schon wieder los, Mann? Die Tiere, ne? Die haben doch irgendwie Koks oder so, weiß ich nicht. Die haben doch wieder irgendwas intus. Keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall sagen wollte ist, ich habe für heute schon mal ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise was wir heute machen wollen. Und zwar haben wir ja zum einen noch dieses riesige Loch hier im Häuserchen drinne und zum anderen... Also wir wollen beziehungsweise das Dach dicht machen. Und zum anderen würde ich heute eigentlich ganz gerne mal ein bisschen die Einrichtung hier fertig machen, weil das ja noch ein bisschen... Ja, ein bisschen leer, ne? Bisschen, ja gut, hier guckt ein bisschen Gras durch den Fußboden, aber ansonsten ist es ist ein bisschen karg eingerichtet. Es ist ein bisschen karg eingerichtet. Ich würde eigentlich direkt sogar anfangen. Wie war das denn nochmal? B war doch Buch? Ich habe lange nicht mehr gespielt, wirklich. Feuerunterkünfte, Lagerung, freies Bauen müsste das gewesen sein. War das Boden? Dach. Ist auch witzig, wir haben ja, das hier ist ja das Dach, was wir oben drauf haben, ne? Das Witzige daran ist ja wirklich... Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Das Witzige ist, hier wird tatsächlich hier so ein, ne, so ein Dings angezeigt, dass da wirklich was vor ist. Dass hier quasi, da drüben sieht man den Mausfall, ja, den Mausfall sieht man, dass hier zu ist. Das wird hier angezeigt, ist aber nicht. Ist doof, finde ich scheiße. So, ich würde hier sonst ganz gerne oben drüber einmal einfach etwas rüberziehen erstmal. Nehmen wir dann einfach Fußboden? Wir können auch, warte mal, ging das eigentlich, wenn wir jetzt Dach nehmen? Dann könnten wir, glaube ich, theoretisch... Eigentlich will ich das gar nicht bewegen. Ich möchte das eigentlich schön gerade haben. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das gerade ist. So, warte mal. Ich glaube, warte mal. Ich mach mal... Ich nehme mal doch lieber Boden. Ich nehme mal doch lieber Boden. Ja, das sieht wesentlich, guck mal, dann ist das hier oben wenigstens dicht, ne? Dann kommt hier nicht die kalte Meeresluft immer rein. Das ist schon, glaube ich, ganz gut so. So, ich gehe mal kurz raus. Und dann müssen wir auch schon wieder Baumstämme holen. Wobei, wir können eigentlich direkt mal, bevor wir jetzt irgendwas... Geht auch rein, Mann. Bevor wir jetzt irgendwas machen, ich baue erstmal hier die ganzen... Ich mache erstmal die ganzen Blueprints fertig. Was ist das hier? Jetzt Banktisch, Stuhl. Muss ich erstmal gucken, was es hier für Möbel gibt. Ein Ofen, Fireplace. Den hätte ich eigentlich schon recht gerne in unserer Hütte. Vielleicht hier so in die Ecke rein. Da würde der sich eigentlich ganz gut machen. Mit R dreht man. Ich habe wirklich lange nicht mehr gespielt. Deswegen, ich muss erstmal gucken, wie hier alles geht. So in die Ecke geht das? Kann man das so machen? Ich weiß, ich habe Angst, dass die Steine nachher dann durch die Wand gucken. Noch ein bisschen R. So, ne? Kann man das so... Kann man so lassen, glaube ich, ne? Kann man so lassen. Ich schau mal ganz kurz, ob das draußen irgendwo durchguckt. Nö, eigentlich. Nö, sieht gut aus. Ja, das Vogelhäuschen schwebt da auch so halb an der Wand. Ist aber nicht schlimm. So, einmal die Feder mitgenommen. Jö. Übrigens, wer sich dafür interessiert, darf sich auch ganz gerne mal, wenn er möchte, die alten Folgen The Forest anschauen. Die Playlist findet ihr in der Beschreibung sonst verlinkt oder oben rechts in den Infokarten. Das wollte ich gleich. Ich wollte eigentlich, warum gehe ich jetzt hier rein? Ich wollte eigentlich den hier. So, wie wär's denn mit einer wunderschönen Couch vor dem Ofen? Ja? Also Flachbildfernseher, 4K, Flachbildfernseher kommt hier nachher auch noch rein. Keine Sorge, das kommt alles noch. So, hier so in dem Abstand? Ich weiß nicht. Was ist denn der optimale Abstand zu einem Ofen? So, ne? Etwa so? Mach mal so. Ist, glaube ich, ganz nett. Also ich baue jetzt erstmal die ganzen Blueprints, auf. Ja. Dann können wir nachher nämlich alles schön in Ruhe bauen. Hier vielleicht nochmal ein Stühlchen, hier ist auf der Seite. Ja, so. So, ne? Alles so ein Knochenstuhl, glaube ich. Ich will so ein, ich will mehr so einen bepelzten. Aus Rehfell. Gibt's den hier? Da.
Genau, den wollte ich. Mache ich den so? Ich mache den, glaube ich, immer. So mache ich den dahin. Genau, das passt, glaube ich, ganz gut. Wird, glaube ich, ein bisschen dauern, das Ganze aufzubauen, aber dafür sieht es am Ende auch gut aus. Haben wir hier einen Tisch? Das wäre ein Tisch. Gibt es hier auch einen kleineren Tisch? Side Table. Ist so ein Minitisch. Ich glaube, der macht sich hier ganz gut, ne? So einen kleinen Minitisch. So, ne? Wenn mal die Freunde vorbeikommen, beziehungsweise die Ureinwohner. Sind ja gar keine Ureinwohner. Ich sage immer Ureinwohner. Es sind ja Kannibalen. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Sind es Kannibalen? Können auch Wilde sein. Ich weiß es nicht. So, dann hätten wir hier die gemütliche Sitzecke schon mal fertig. Beziehungsweise haben schon mal einen Plan dafür. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist allerdings: Wo kommt der 4K-Bildschirm hin? Nein, natürlich nicht. Wo kommt die Aufnahme? Nein. Ich schau mal ganz kurz, was es hier noch so alles gibt. Wir haben hier einen Ofen, einen Tisch. Ein Tisch zum Essen wäre noch ganz geil eigentlich. Na, so. Hier so ran vielleicht, so. Ja, ne? Ja, mal hier so. Genau, das sieht schon. Das ist ganz okay, glaube ich. So, da ein Tisch. Wir müssen auch nochmal gucken, wo dann das Bett hinkommt. Das können wir hier in der Ecke eigentlich hinmasteln. Da brauchen wir nochmal ein paar Stühle. Ein paar Stühle. Wut. Hätte übrigens auch einfach mal wieder spontan Lust auf The Forest gehabt, weil ich habe in letzter Zeit wieder nur Horror gebracht. Ich weiß gar nicht, warum es eigentlich so ist. Aber nach einiger Zeit verfalle ich immer in so ein Schema, dass ich nur noch Horror spiele. Livestreams natürlich ausgeschlossen. Aber ich fange nach einiger Zeit immer an, nur Horror zu spielen. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. So, das sieht doch schon ganz geil aus. Da brauchen wir noch ein Bettchen. Das ist ein Bett. Gibt es hier auch ein bisschen modernere Betten? Riefel. Ist bestimmt so als Teppich. Ja, nehme ich das Bett hier einfach mal. Ich glaube, das ist auch das Einzige, das es hier überhaupt gibt. So, noch mal ein wenig drin. Ich glaube, es wird gerade schon wieder Nacht. Steht hier ein bisschen schief? Problem ist, wenn wir das jetzt so hier hinstellen und anderen pennen, dann kullern wir jedes Mal raus. Dann mache ich das. Warte mal, ich drehe. Sieht ein bisschen blöd aus, wenn das da so schief steht. Nein, nicht zu weit drehen. So. So? So? So. Ja, so ist ganz gut. So ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das war. Ja, komm, lassen wir erstmal. Das ist, glaube ich, alles schon ganz gut so. Können wir pennen gehen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir können pennen gehen. Dafür drücken wir einmal Z. So. Und dann geht es schön ausgeruht in den Start, in einen neuen Tag. Das hat sich gereimt. Kommt natürlich auch von mir, ist ja klar. So, ich nehme mal ganz kurz. Wir haben noch nicht diese moderne Axt. Moderne Axt? War das die moderne Axt? Diese andere Axt. Was ist denn hier los schon wieder? Die haben doch irgendwas. Also, ich weiß nicht, was hier immer los ist, du. Keine Ahnung, was hier schon wieder los ist. So, ran ans Werk. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie lange ich die Folgen eigentlich mache. Ich würde sagen, wieder 20 Minuten, ne? Ich würde sagen, 20 Minuten ist bestimmt ganz okay. Wir könnten gleich auch mal ein bisschen was essen. Ein Vogel haben wir, glaube ich, eben schon erlegt. Den können wir uns eigentlich direkt auch mal braten. Braten. Ich müsste mir eigentlich nochmal diesen Baumstamm-Schlitten machen, oder wie der nochmal heißt. Damit wir hier ein bisschen mehr auf einmal dorthin slappen können. Slappen. Kennst du schon slappen? Und ich glaube, ein bisschen was trinken können wir auch mal. So, hier eine kleine Cola reinpfeifen. Und haben wir vielleicht auch irgendwie einen Kinderriegel hier irgendwo? Kinderriegel? Wir haben hier nur eine Kinderzeichnung, die kann man aber nicht essen. Seil fressen. Es geht auch. Oder Steine. Ist auch immer ganz, ja, komm. Hauptsache, wir sind erstmal vollgesoffen. Mich nervt das immer, dieses Klicken. Immer dieses Klick, 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 Klick. Du musst ja immer die ganze Zeit dauerhaft klicken, wenn du hier einen Baum umfällen willst. Umhauen willst. Umfällen vor allen Dingen. Was ist das denn für ein Baum? Voll am Zittern hier. So. Ich frage mich ja auch, wo eigentlich die ganzen Kannibalen sind. Ich meine, wir sind jetzt hier schon.
Wie viele Folgen haben wir denn? Wie viele Folgen habe ich denn jetzt bisher The Forest gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Waren wir so bei Folge 7 irgendwo so im Dreh? Das könnte vielleicht hinkommen. Und wir haben bis jetzt eigentlich keine Kannibalen gesehen. Nur einmal, als wir da diese Höhlentour, also nach der Höhlentour. Jetzt geht doch mal hier rein, Riese. Der will da nicht mal reingehen. So, jetzt. Irgendwie die Tür ist so ein bisschen eigenwillig, weiß ich nicht. Brauchen wir auch noch? So. Wir haben noch keine Kannibalen. Keine Kannibalen gesehen. Das finde ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob die uns einfach noch nicht hier unten entdeckt haben. Also ist ja schon recht gut versteckt hier, ne? Ich mag das Plätzchen aber, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es wäre auch mal cool, wenn jetzt mal so ein paar vorbeischauen würden von den netten Herren. Damit es hier mal ein bisschen Action gibt. Genau, also grob genommen hatten wir in der letzten Folge erst ein paar Kannibalen gehabt. Aber wie gesagt, das war da hinten irgendwo da beim See. War das schon an Baumstämmen? Ach nee, hier hinten ist noch einer. Siehste, guck mal. Du entkommst mir nicht, du kleiner... Jetzt fängt der hier an zu atmen. Ich denke, da kreischt jetzt irgendwie so ein Vieh rum. Mann! Entschuldigung, ich wollte ihn einfach mal nachahmen. Weißt du was? Ich hau mir mal eben kurz hier einen geilen Vogel auf den Grill. Ich weiß gar nicht, das Feuer sollte eigentlich gar nicht mehr so lange halten. Ich glaube, das geht sogar bald kaputt. So, wir können ja... Fleisch und Geld. Fleisch und Geld, das ist eine gute Kombination. Das schmeckt immer sehr gut. Ach, guck mal, ein Stein. Ein Stein, kann ich den mitnehmen? Ih, da war eine Spinne drunter. Ih, wie die da durch den Stein krabbelt. Ih, guck mal. Aber cooles Detail, ne? Jetzt läuft die Spinne da die ganze Zeit... Was macht die da? Ich dachte, Spinnen können eigentlich Wände hochklettern, aber gut. Diese wohl anscheinend nicht. Die ist wohl einfach zu inkompatibel. Weiß ich nicht. So, ist das... Ah, guck mal, ist schon fertig. So, lecker Vogelfleisch. Oh, Vogelgrippe, geil. Wow. Zerstöre ich erstmal mein eigenes Haus. Ach nee, ich wollte ja Holz holen. Ha! Ich bin immer so verplant, wenn du die ganze Zeit am Reden bist. Machst die ganze Zeit was, bist die ganze Zeit am Reden und vergisst dann die ganze Zeit immer irgendwas. Machst plötzlich irgendwelches, irgend so ein wirres Zeug? Also mache ich ja sowieso die ganze Zeit. Das weiß man ja. So, fällst du heute auch nochmal? Danke, geil. So, und den dicken Burschen hier direkt mal hinterher. Wie es sich natürlich gehört. Unsere Ausdauer schwächelt gerade ein bisschen. Ich glaube, ich muss mir gleich nochmal eine Cola reinschütten. Ich nenne keine Namen. Ich trinke einfach nur eine Cola. Es kann Coca-Cola sein, es kann Pepsi sein, es kann auch Afri-Cola sein. So. Ich weiß gar nicht. Also ich habe ja eigentlich, dass die Bäume nachwachsen, angeschaltet. Aber bis jetzt habe ich irgendwie noch nicht so viel damit davon mitbekommen. Wobei... Nee, Quatsch. Als wir damals das Haus gebaut haben, da war ja da hinten, haben wir alles weggerodet, ne? Das ist nachgewachsen. Aber hier vorne, da sind überall noch diese Stummel. So, was ich übrigens nochmal fragen wollte, war ja... Hättet ihr eigentlich Lust, dass ich das Ganze vielleicht in Zukunft mit Facecam spielen soll? Also mit Webcam? Webcam? Mit Webcam? Wollte ich einfach mal von euch wissen. Also, es hat jetzt keinen großen Nutzen, aber ich finde, es ist teilweise ein bisschen... Rein, Mann! Ist teilweise ein bisschen persönlicher, finde ich, wenn du dann wirklich, das Gesicht desjenigen siehst. Weiß ich nicht. Also ich werde es in dieser Aufnahme wahrscheinlich noch nicht dann reinbekommen, weil ich muss ja erstmal die Antworten dann abwarten. Aber sonst könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt. Das ist immer so blöd, immer diese, schreibt doch mal in die Kommentare. Aber anders erfährt man es ja auch nicht. Nee, schreibt sonst mal rein, mit Webcam oder ohne. Oder einfach nur, ob, also wenn jemand möchte, dass ich mitmache, einfach nur reinschreiben, wenn es, ja, komm. Ihr wisst schon Bescheid. So. Fupp. Fupp.
Ich mache jetzt erstmal nur die dicken Baumstämme und dann gucken wir mal, was wir gleich noch brauchen. Ich glaube, ganz, ganz viele Sticks werden wir noch brauchen. Sehr, sehr viele Sticks, höchstwahrscheinlich. Hier brauchen wir keinen Baumstamm. Doch, hier brauchen wir noch einen. Wie viele? Einen brauchen wir noch. Hier brauchen wir nur noch Sticks, glaube ich, ne? Die brauchen keine Baumstämme. Das... Nee, nee, nee. Wir brauchen nur noch einen Baumstamm. Und dann einen riesen Haufen Sticks. Das kann ja witzig werden. Kann ich den mitnehmen? Den habe ich mitgenommen, gut. Wir können ja immer nur eine bestimmte Anzahl an Steinen mitnehmen, deswegen. Ich habe ja auch mal überlegt, ob ich hier irgendwo noch so ein Baumhaus hinbaue oder hier vorne auf der Klippe irgendwie so ein Turm, weiß ich nicht. Da bin ich ja echt noch am Grübeln. Vielleicht habt ihr irgendwelche guten Ideen. Jetzt habe ich zwei Baumstämme mitgenommen, obwohl ich nur einen brauche. Ist auch egal. So, haben wir. Wir haben keine Sticks, ne? Aber wir haben Steine. Ein paar jedenfalls. Ach nee, Quatsch. Decke, Decke, Decke. Ich habe die Decke total vergessen. Stimmt ja, dafür brauchen wir, glaube ich, wahrscheinlich noch Unmengen. Ja, echt, oh, Gottes Willen, Alter. Die Steuerung ist manchmal echt ein bisschen zu direkt irgendwie. Wo kommen die Steine eigentlich immer her? Die tauchen mal plötzlich einfach auf. Sind bestimmt gar keine Steine. Das sind dubiose Steinwesen. Ich brauche gleich echt mal diesen blöden Schlitten, Alter. Das wird echt. Die ist hin und her gelaufen. Das guckst du mich so blöd an, hä? Hau ab! Scheiß Hase. Nee, Quatsch, ich mag Hasen. Vor allen Dingen, wenn sie im Ofen hängen. Dann schmecken sie am besten. So. Hier liegt noch ein Baumstamm. Und da liegt noch ein Baumstamm. Haben wir eigentlich Dynamit aus der Höhle mitgenommen beim letzten Mal? Wir waren ja in dieser Katana-Höhle gewesen. Gab es da Dynamit? Da schaue ich mal ganz kurz. Kein Dynamit, schade. Wobei, doch, warte, was ist das hier? Leuchtfackel. Naja. Warte mal. Boah, die sind. So. Dynamit wäre jetzt echt formidabel gewesen. Wobei, im Dorf hatten sie doch bestimmt Dynamit, ne? Ich habe jetzt nämlich nicht unbedingt immer Bock. Pass mal auf. Wir nehmen mal hier unser Katana in die Hand und dann würde ich einfach mal sagen, wir begeben uns nochmal ins Dorf der Kannibalen und schauen mal, ob da ein bisschen Dynamit ist. Ich. Du, ich hab dich nicht vergessen. Nee, sonst würde ich sagen, wir gehen mal. Stickies. Wir gehen mal ins Dorf der Kannibalen und gucken mal, ob da ein bisschen Dynamit rumliegt. Ich war der Meinung gewesen, dass da mal was rumlag. Oh, so viele Sticks hier. Dann schauen wir da einfach mal. Ich würde aber sagen, das machen wir dann. Ihr wisst was, wir gehen da eben noch kurz an. Oh, hier. Krass, geil, ein Lurch, ein Lurch. Ein Lizard. So, den Kopf lassen wir einfach mal. Ich würde sagen, wir gehen da nochmal kurz hin und dann mache ich auch erstmal Folgenende. Das war ja genau hier, unsere guten Nachbarn. Gut, Freunde, dann. Was ist denn da? Die Kiste, die hier hat, ist, glaube ich, gerade vor Freude gesprungen, weil ich jetzt wieder da bin. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter und schauen mal ein bisschen, ob hier ein bisschen Dynamit rumliegt. Dann können wir die Bäume nämlich ein bisschen großflächiger abroden. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.